Hallo zurück zu Let's Coach slash Let's Play the Human Resource Machine. Wir sind im letzten Level. Das letzte, 41. Level, wo es um die ultimative Sortierung von null terminierten Datenströmen geht. Wir haben versucht, also ich habe versucht, eine Lösung zu nehmen von einem vorherigen Level, wo wir das überdimensioniert kompliziert gemacht haben und genau das schon gebaut haben. Bin aber jetzt irgendwie dann doch wieder dabei, das nochmal einfach selber zu machen, weil ich es einfach nicht ganz so adaptieren konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte. However, wir machen das jetzt mal. Also wir sind stehen geblieben bei dem Moment, wo wir ein Element gefunden haben, das kleiner ist als das, mit dem wir es gerade vergleichen. Jetzt müssen wir den Prozess implementieren, der alles, was von diesem Element ab nach rechts kommt, einfach eins nach hinten verschiebt. Und der Gedanke, wir hatten es damals mit einem Buffer gelöst, mit einem zweiten, also einen Pointer gemacht, auf das Element, das verschoben werden muss, Buffer, dann den Pointer 1 hochgezählt, dann wieder vom Buffer geholt und so weiter. Ich versuche jetzt einen Ansatz mit zwei Pointern, nämlich 1, also i und i plus 1, in der Hoffnung, dass wir damit ein bisschen schneller vorankommen. Dann können wir uns nämlich einige Bumps und noch mehr Bumps sparen und sehen dann mal, was passiert. Ich glaube, das da unten können wir uns auch komplett sparen. Copy Buffer. Ne, das ist ja letztendlich, was sehr oben passiert. Ne, Outbox haben wir noch keine. Ah, okay. Der richtige Output kommt noch. Passt schon, das machen wir dann unten. Wir sind beim Einsortieren. Also, um einzusortieren, brauchen wir erstmal den Pointer auf das aktuelle Element. Das ist eben nicht Count. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das hier von Count geholt haben. Das ist eigentlich ja Bullshit. Wir brauchen eigentlich. Es ist nicht Bullshit, weil wir brauchen das letzte Element. Wir zählen ja rückwärts. Das bedeutet, wir brauchen Count. Sag ich doch. Kopieren das nach Source und Target und bumpen mal eben das Target. So. Source ist die Stelle, wo wir es herholen. Gehen wir davon aus, wir sind jetzt hier an der zweiten Stelle. Und dann muss das hier nach da. Also wäre Source die 1, also Count. Und Target wäre die 2. Bin mir nicht sicher, ob wir Bumps sparen. However. Gut, was wir tun ist, wir kopieren from, da wo Source dran steht und kopieren es nach da wo Target dran steht und bumpen alles nach oben. Nach unten. Wir müssen ja nach links. Komm weg. Können wir das irgendwie cleverer machen? Einfach zwei Bumps? Na, es hilft alles nichts. Bump minus. Ja! Den da eins runterzählen. Den da auch eins runterzählen. Und jetzt vergleichen, ob. Dann machen wir das so rum, weil dann haben wir den nämlich auf dem Arm. Und vergleichen jetzt, ob das da schon da ist, wo wir gerade mit dem Zähler sind. Das würde nämlich bedeuten, dass wir jetzt gerade das Element, das wir nach rechts verschieben mussten, also was gerade noch größer war als das, das wir haben, das müsste der E-Pointer sein, in der Source war. Das hilft uns aber nichts, ne? Weil wenn die Source 0 ist, dann muss das ja noch verschoben werden. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Also eine Runde bräuchten wir jetzt noch. Würde bedeuten, wenn die Subtraktion hier negativ ist, nicht 0, sondern negativ, dann sind wir durch, dann haben wir fertig geschiftet und würden. Weitermachen. Ansonsten würden wir. Das alles nochmal machen. So. Ja, so. Und im Negativfall würden wir jetzt. Was ist denn i zu dem Zeitpunkt? Weil jetzt müssten wir es natürlich einsortieren. Jetzt müssten wir das von Buffer holen und müssten es nach an die Stelle stellen, wo wir gerade sind. Und das müsste eigentlich ja i sein. Dann nehmen wir hier nicht Count, sondern i. Die Frage ist nur, was ist i, nachdem wir hier. Was sind die Abbruchbedingungen hier?
Zero. Okay, das heißt, wir können hier auch einfach I nehmen. Das macht viel ein das ist viel einfacher dann. Zählen aber trotzdem Count 1 hoch. Das ist schon richtig. Ja, finde ich gut. Und wenn es negativ ist, heißt es, dass wir fertig sind. Und deshalb können wir das dann nach oben machen. Nach da. Ist das richtig? Ja, ne? Wir probieren es mal. So. Einsortieren. Bams ist 0. Alles gut, kann da hoch. So, die 30. Schauen wir mal. Stelle 0. Minus 1 müssen wir noch prüfen. Also, ist negativ. Das bedeutet, jetzt wird spannend. Shift. Copy from count. Gut, das ist bescheuert, wie ich sehe. Wir müssten Minus machen. Weil wir müssen ja jetzt erstmal von 0 nach 1. Und nicht von 1 nach 2. Ja, das war der Fehler. Also wir müssen nicht Plus machen, sondern wir müssen die Source noch 1 subtrahieren. So. Bisschen Gas geben, bitte. Damit wir nicht wieder so viel Zeit verlieren. So, das passt. So, negativ, Bams, Bams, Minus. Jetzt geht's los. Wir holen die 1. So, die 1 weniger. So, jetzt ist Source. Das heißt, die 88 muss jetzt nach 1. Copy from Source. Copy to Target. 1 weniger. Auch 1 weniger. Mit 1 ist negativ. Sind wir durch. Und können jetzt aus dem Puffer das nach I schieben. Count 2. Nächstes Element. So, jetzt haben wir nämlich den Case, dass wir das erste Element nicht tauschen müssen. Das ist positiv. Also I1 hoch. Und von vorne. Jetzt haben wir I auf dem Arm. Das ist gut. Copy to I. Offset passt, oder? Ja. Nee, ist nicht gut. Copy from Offset. Was hätten wir hier eigentlich? Hier ist doch eigentlich eine 0 auf dem Arm. Und jetzt ist eine 1 auf dem Arm. Das ist doch eigentlich richtig. Weil wir es geschiftet haben. Jetzt haben wir das Problem, dass wir hier den Schleifen durchlaufen. Ne, das passt aber doch eigentlich. 1 ist noch nicht zu Ende. Also müssten wir jetzt... Negativ? Ist alles richtig. Ach, alles gut, alles gut. Mein Denkfehler. So, das müssen wir wieder shiften. Okay, das sieht richtig gut aus. Ich glaube, das ist die Lösung. Richtig sortiert. Okay, jetzt haben wir den Null-Terminator noch nicht drin. Den brauchen wir noch. So, Null. Den erkennen wir jetzt als Null. Das bedeutet, an der Stelle, bevor wir jetzt hier groß in den Buffer kopieren, müssen wir die Abbruchbedingungen erkennen. Und im Prinzip das hier unten raushauen. So, ich frage mich gerade, das da unten ist ja jetzt alles obsolet, ne? Das brauchen wir ja alles nicht mehr. Das kann alles weg. Weg, 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 weg. So, und hier unten kommt jetzt unser Output. Output. Eisdealer sagt Hallo, ich sag auch Hallo. Output. So, und hier fängt der Spaß an. Hier würde ich dann wieder auf I zurückgreifen. Also das würde bedeuten, hier in der Inbox, if 0, dann hau den Scheiß weg. Schau, alles, was wir kennen, weg. So, Output. Wo fangen wir da an? Wir fangen wieder an dabei, copy from, von Offset zu kopieren, nach I hin zu kopieren und jetzt im Prinzip... Die Abbruchbedingungen, schauen wir mal. Wir nehmen jetzt erstmal Copy from, was in I steht, nein, also was auf I gezeigt wird, und hauen sie weg. Das würde aber auch bedeuten, wir sollten es vorher prüfen. Also wenn I
Subtrahiert mit Count negativ ist, sind wir fertig. Und fangen von vorne an. Ich hoffe, das läuft. So, okay, copy from E, haus raus und mach I++. So, und weiter geht's. Mach mal I auf dem Arm, comparen mit Count und ich glaube, das ist jetzt gut so. So, der Hund wird nervös, er hört nämlich draußen Aktivität im Hof. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, der erste Null-Terminierte kommt dann gleich. Oh, boah. Der Hund wird nervös. Rechnet mal demnächst mit einem Bell-Angriff. Null, Count. Ist negativ. Boah, ist nicht. Puh, das ist schlecht. Ich muss es umgekehrt machen. Wenn das negativ ist, weitermachen. Also ich mache das jetzt mal pragmatisch. Ich glaube, das sind zu viele Instruktionen, aber... Was weiß ich schon. Next. Machen wir das mal so. Und den da... Den hole ich mir mal von da oben wieder und skip einfach den da. Wir können natürlich die andere Richtung... Ist egal. Gute bitte, Boots. So, null. So, Subtraktion ist negativ. Super. Nein, Lucy, bitte. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Leg dich doch mal dahin. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Es ist manchmal nicht ganz einfach. Sehr gut. Ja. Ja. Ihr wisst, dass ihr dem Hund auch füttern könnt, ne? Mit diesen Punkten, die es da im Chat gibt. So, der zweite Teil ist immer noch negativ. Hau das raus. 3 ist 0. Super. Und weiter geht's. Count müsste jetzt aber auf 0 gesetzt werden. Das müsste noch passieren. Das machen wir auch noch. Das würde ich dann hier drinnen machen. Also wenn wir nicht mehr negativ sind, dann ist alles gut, dann sind wir durch und würden von vorne anfangen. Die Frage ist, ob wir das nicht vielleicht, diesen Jump nicht direkt nach oben schicken könnten, nämlich da bei Init, weil da holen wir nämlich den Count. Ah, nee, das ist genau falsch rum. Okay, war eine blöde Idee. Wir kopieren from Offset, kopieren zu Count. Weil wir müssen den Count ja wieder resetten. Den Buffer können wir weiterhin zugemüllt lassen. Den müssen wir nicht klären, zum Glück. Also können wir so lassen. Schauen wir mal. So. Abbruch, Abbruch, super. Count ist wieder auf 0 und los geht's. T. Buffer, Bams, kann nach da. Deswegen, und wir brauchen den Rest hier nicht weglöschen, weil wir wissen durch Count ja, wie viele Elemente drin sind und deshalb ist das eigentlich kein Problem. So, mit Buchstaben müsste das eigentlich ganz genauso funktionieren. Sieht aus meiner Sicht richtig aus. Die Null-Terminierung müsste ja dann auch. Kein T, ja, passt. Ja, nee, schickt ruhig noch ein paar tausend. Dann zieht sich das ja alles ein bisschen. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Datenmengen sind einfach irrsinnig groß. Soll natürlich wahrscheinlich sicherstellen, dass wir nicht allzu viel Speicherstellen verbaseln da unten. Also es gibt so ein paar Sachen, die man noch optimieren könnte. Also B2 brauchen wir ja jetzt hier nicht mehr. Aber auch nur, weil wir jetzt mit J-Source und J-Target arbeiten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht noch
besser funktionieren könnte. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also es dauert einfach irrsinnig lang. Es fühlt sich einfach zu lang an. Allerdings haben wir bei dem anderen Sortier-Puzzle schon ziemlich lange rumgeeiert und überlegt, ob das nicht vielleicht so sein muss. Also ich wüsste beim besten Willen nicht, wie das jetzt noch wesentlich schneller funktionieren könnte. Also wir können nicht so weit nebendran liegen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber was weiß ich schon. Also mir fallen jetzt nicht allzu viele Optimierungsmöglichkeiten ein. Außer wenn ich so Sachen sehe wie Bump Minus, zwei Stück, dass ich da ein bisschen nervös werde. Wenn man die Reihenfolge ändert, kann man ja manchmal durch so einen Bump noch den Effekt nutzen, dass er den Wert, der vorher im Register stand, halt jetzt dann auf der Schulter hat. Also wenn wir den Wert nachher trotzdem nochmal brauchen, kann das manchmal ganz praktisch sein. So, wir sind fertig. Spannung? Ja, ist schon recht. Nö. Was will man machen? Okay, also, wir haben knappe 6 Instruktionen zu viel. Und wir haben einfach mal eine 100 Schritte zu große Laufzeit. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob man, wenn man die Schritte hier entfernt, ob man dadurch noch irgendwie Optimierungsbedarf findet. Ich bin da jetzt mal so frei und sage, ist mir jetzt erstmal wurscht. Weil wir haben das Level geschafft. Das darf man nicht vergessen. Es fehlen Knubbel. Es fehlen im oberen Teil viel mehr Knubbel, als es mir persönlich lieb ist. Aber wir haben es geschafft. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Abschlussding. Ich bin gespannt, ob es genauso viel Tiefgang und so viel Überzeugungskraft hat, wie die anderen Videos, die wir gesehen haben. Ich habe bis zuletzt keine Ahnung, worum es geht. Mal abgesehen davon, dass die Maschine die Weltherrschaft und so. Aber vielleicht wird es ja jetzt aufschlussreicher. Congratulations. You've really become an invaluable instruction follower. Yes, don't worry. Your job is safe. We've replaced you with this electronic box. It's called a computer. It iterates through a list of simple instructions called a program. It has a small amount of memory to store data while processing, like tiles on the floor. It has inputs. Outputs. Its simple instructions can be used together in infinite combinations to compute just about anything you can imagine. A truly efficient worker that never sleeps. It's going to change everything. Please take your things and enjoy whatever it is you people do out there. Congratulations. So, meine Lieben, wir sind soeben erfolgreich durch einen Computer ersetzt worden. Weil das, was wir getan haben, war jetzt nicht große Überraschung. That's It von Alan, Kyle und Kyle. Alice, Betty und Carol. Oh, Carol hat's überlebt. Mit Gips. Ist aus dem Fenster gefallen. Wer sich erinnert? Chef und Chefin, die wir nie so wirklich ernst genommen haben, gell? Mit denen haben wir gar nicht so wirklich geredet. Mit denen haben wir gar nicht so wirklich interagiert. Das Spiel hätte noch so viel mehr zu Tiefgang gehabt. Aber ich hab's nicht wirklich ernst genommen. Und ich glaube, hier kommt gleich jemand rein. Einfach so. Danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen. Ich denke, das ist ein würdevoller Abschluss. Ich habe gerade gehört, ich habe noch ein Achievement gekriegt. Ich glaube, fürs Beenden des Spiels. Errungenschaft. Da haben wir es. Milestone Nummer 6. Gut. Damit hätte ich Human Resource Machine tatsächlich durchgespielt. Allerdings, wie ich es ja schon mehrmals gesagt habe und ich persönlich auch ein bisschen schade finde, ist, dass wir ein paar Levels ausgelassen haben. Jetzt die magische Frage. Habt ihr Lust,
die restlichen Levels auch noch anzuschauen, mit möglicherweise viel Frustration und, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, eventuell mit einem Tippgeber. Weil ich glaube nicht, dass ich durch stundenlanges drüber nachdenken die Lösung tatsächlich finden werde. Deshalb die magische Frage: Wollt ihr, dass ich die restlichen Levels auch noch spiele? Wollt ihr mir dabei helfen? Wollt ihr interaktiv sein? Das heißt, machen wir es im Stream oder lieber per YouTube? Und ja, soll ich Hilfe benutzen oder nicht? Weil ich fürchte, also ich möchte keine Komplettlösung, das finde ich doof. Allerdings habe ich, wie gesagt, eine Lösung gefunden, auf der es Hinweise in den Levels gibt. Möglicherweise hilft uns das. Vielleicht auch nicht. Weil oft haben wir ja gesehen, geht es darum, einfach nur eine Instruktion anders zu drehen oder woanders hin zu verschieben, damit einfach durch mehrmalige Schleifendurchläufe dann eben 100 Schritte gespart werden oder so. Ist die Frage, ob wir das in den Griff kriegen oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist da draußen ein bisschen was los. Ich wünsche allen Beteiligten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich das in den Kommentaren oder irgendwo wissen, wie es weitergehen soll.